Schenkelknochen verschiedener Epochen, die hat man in der Mitte aufgestellt. Und durch die Todesscheune erschallt es in alle Leute, bis das der letzte Knochen fällt. Das Schlossgespenst von Canterville. Immer Kegel, geht Kegel kurz nach Mitternacht. Wenn der bleiche Mond am Himmel steht und der Butler seine Runde dreht, sieht man durch die hohen Fenster im Rittersaal Gespenster. Wenn ein heller Blitz die Nacht durchzuckt und Sir Henry seinen Whisky schluckt, amüsieren sich nach Noten in Canterville die Toten. Das Schlossgespenst von Canterville geht immer Kegel kurz nach Mitternacht. Man kegelt hier in Canterville mit toten Schädeln, von denen manchmal einer lacht. In den Gewölben heulen 200 Schleiereulen. Man freut sich, dass das große Mensch beginnt. Hier kegeln um die Wette Gespenster und Skelette. Mal sehen, wer heute Nacht gewinnt. Das Schlossgespenst von Canterville geht immer kegeln. Geht kegeln kurz nach Mitternacht. Man kegelt hier in Canterville mit toten Schäden, von denen man